grüße euch, Freunde! Willkommen zurück zu Donkey Kong 64. Ich hoffe, ihr habt Lust auf dieses großartige 3D Jump'n'Run. Falls ihr keine Lust habt, dann schaltet das Video weg und verzupft euch und ich mag euch nicht und... Ja gut, reicht. Reicht, oder? Leute, freut mich einfach, dass ihr wieder mit dabei seid. Leute! Heute haben wir wieder einiges vor. Wir sind hier gerade ein bisschen hier die Oberwelt am Erkunden, um das letzte Klumpert zu finden. Ich habe wieder das schlaue Internet gefragt und ein bisschen was nachgeschaut. Uns fehlt ja noch ein kleines bisschen. Zum Beispiel fehlt uns noch die zweite Krone auf der Oberwelt, das heißt die zweite Kampfarena. Dafür müssen wir hier den Chunky nehmen. Und habt ihr euch schon mal gefragt, was hier dieses Unsichtbarfeld hier sein soll? Jo, probieren wir es einfach aus. Das ist eigentlich ganz lässig, ganz simpel. Nämlich, ihr seht's, wenn man unsichtbar ist, erscheint hier das zweite Kampfarena-Feld. Das erste haben wir ja schon im letzten Part meisterlich gelöst. Chunky, ich wünsche dir Glück. Ich bin mir sicher, du schaffst auch hier den affigen Aufruhr. 60 Sekunden hast du Zeit. Solche Typen sind auch wieder hier. Alles Chlor im Schnecke nur. So. Lad wieder deinen Rübser auf hier. Jawohl. Die Kremlings hier, die hier kommen und Knochen trocken. Der Kremling kriegt gleich eine paar auf die Schnauze. Zack, Rübser. Die Hälfte der Zeit ist um, Leute. Lasst euch nicht lumpen von den Lumpen. Bäm. Das geht gut mit diesem Rübsangriff, Leute. Da kann man sagen, was man will. Jetzt kommen die ganzen Knochen trocken, boxen die Rübe weg. Zack. Okay, 5 Sekunden sind es noch, Leute. Das hast du well done gemacht, lieber Chunky. Jawohl, Leute! Hip, hip, hurra für Chunky Kong. Das war in dem Fall die letzte Krone, die uns noch so fehlt. Oder? Shitty? Doch nicht? Shitty? Warum? In dem Fall fehlt uns noch eine... Oder wie? Pike-Insel. Na, da werden die Kronen nicht mal angezeigt hier. Das ist eine Leutfarscherei, oder? Naja. Werden wir schon noch finden, Leute, das Klump. Jetzt wechseln wir erstmal zu Diddy Kong. Denn da draußen gibt's für ihn auch noch was. Glaubt es oder glaubt es nicht. Und wenn ihr es nicht glaubt, dann werdet ihr es jetzt gleich glauben. Denn ich zeig's euch. Man muss hier nur ein bisschen fliegen. Und dann erscheint hier vorne... Na, das sollte es sein. Genau, ein cooles Minispielfass. Und ich bete zu Gott, dass es nicht Biber Butzemann ist. Gott? Jawohl. Welcome to Bonus Day. Oh, ich werde das gläubigste Mii auf der ganzen Welt, ey. So. Ja, das kriegen wir schon hin. Das machen nur die Feen darüber lotsen. Das haben wir ja schon oft genug gemacht. Ist eigentlich ein lästiges Minispielchen. Fünf haben wir schon rüberklotzt. Oder habe ich eins übersehen? Das erste Fee ist uns jetzt abgestorben. Das ist mir sowas von scheißegal. Ja, guck mal, haben wir eh gleich geschafft. Ja. Well done, man, boy! Jawohl. Lässig. Wo ist meine Banane? Erst Diddy Kong hat die Oberwelt komplettiert. Das ist doch sehr cool. So, Leute. Jetzt ist aber...
nichts mit lustig. Denn jetzt nehmen wir die gute Tiny Kong. Die gute Tiny Kong nehmen wir jetzt. Da machen wir gleich was Tolles. Wir gehen nämlich jetzt da rein, wo wir schon im letzten Part hätten reingehen sollen. Oder können, besser gesagt. Nämlich in das Mund von dem Kaputtomatik, von dem großen King Kahool Kanonenschiff. Nicht Karonenschiff. Ist ja fast das gleiche, oder? So. Komm, ist ja wurscht, was wir machen, wie wir es machen. Haben wir jetzt halt einen kleinen Umweg gemacht. Ist mir eigentlich sowas von egal. Wie der blöde Sack in China. So. Wir haben ja schon dem Letzt einen coolen Warp-Dingensfeld gesehen für Tiny. Den haben wir auch benutzt. Hier ist er. Und jetzt machen wir das nochmal. So, jetzt sind wir ja hier auf den Armen von dem guten King Kahool-Schiff und da können wir rüberlaufen. Guckt euch das an, Leute. Der Mund von König Dodongo. Oder so. Ja, genau, in Ocarina of Time, der zweite Dungeon, da gab es ja in der Mitte von diesem Dungeon auch so einen riesen Dodongo-Kopf, so einen Höhleneingang, der sah genauso gleich aus. Der war auch so rötlich. Leute, Leute, seid gespannt jetzt. Wo sind wir hier? Im Kaputtomatik. Wahnsinn, da ist ein Lava drin. Und hier... Guckt euch den an, Leute. Das ist der letzte Blaupausen-Heini, den wir noch brauchen. Der für Donkey Kong. Supi. Ja, da muss man auch erstmal drauf kommen. Das habe ich natürlich nicht mehr gewusst hier. Was ist los? Warum? Also da vorne sehen wir mal einen Kokosnussschalter. Betätigen wir den mal. Jawohl, jetzt können wir hier unseren letzten Heini mal abbröseln. So, damit haben wir die letzte Blaupause. Fuck. Die letzte Blaupause, die uns noch fehlt, Leute. Shitty. Dementsprechend gehen wir hier nochmal raus, Leute. Es muss sein. Wir müssen jetzt nämlich nochmal zum lieben Snidey. Der ist aber glücklicherweise auch auf dem Kampfboot oben. So. Jawohl, zerdrückt. Wir sind nicht in Super Mario Odyssey, wo es keinen Fallschaden gibt. Aber der Donkey hat es ja überlebt. Das ist ja unser Donkey Kong, Mann. Lässig. So, wir wissen es. Hier drüben geht es zu Snidey. Gib mal die letzte Blaupause ab. Die letzte, die uns noch fehlt. Snidey's HQ. Saubere Arbeit, Kong. Guckt euch diese Sequenz ein letztes Mal an, Freunde. Alter, hat der einen spitzen Fingernagel. Tor! Erzähl keinen Scheiß. Hier ist sie, die Banana. 198. Wahnsinn. Yeah. So, jetzt guckt euch mal hier den Blaupausenbonus an. Hier, wir haben alle Blaupausen eingesammelt. Das grüne Häkchen ist da und ich freue mich wie ein Schnitzel. Jetzt ist hier Bonus aufgetaucht. Was ist das Bonus? Glückseln wir mal. Hochdrücken.
Chaos-Kremling, Bananenmadit, Schein und Sein. Krötenkarussell, was ist das? Ach, da kannst du die Minispiele wieder spielen. Alles klar. Leute, da könnt ihr die ganzen Minispiele wieder spielen, wenn ihr wollt. Das ist ja lästig. Aber ich habe jetzt eben nicht Biber Butzemann gelesen. Spielen wir das halt nochmal, warum nicht? So Leute, aber ihr fragt euch jetzt sicher, was es mit diesem blöden Blaupausen denn auf sich hat. So, ich werde es eh nicht schaffen hier. Das ist mir aber eh egal. Keinen einzigen roten getroffen. Ja, mach keinen Aufstand hier. Nein. Nö, nö. Einsatz beendet, Kong. Lass uns einen Deal mit K. Rool machen, okay? Was für ein Deal? Ausgang. Gut, Leute, wir haben alle Blaupausen erledigt. Wir haben sie alle eingesammelt. Das ist wunderbar. Warte mal, ich muss ja wieder zu Tiny wechseln, nicht Volltotal. Sonst kommen wir da nicht rein. Beziehungsweise so kommen wir nicht hoch. Wir müssen uns ja hoch teleportieren. Diddy Kong kann da ja leider nicht hochschweben, hochspringen, hochfliegen. Leute, uns fehlen auf der Oberwelt aber immer noch ein paar Sachen. Guckt euch an. Tiny hat alles. Chunky fehlt noch eins. Und dem Lanky fehlt noch eins. Also Chunky und Lanky. Beide müssen sie noch irgendwas auf dieser Oberwelt finden. Aber das hat noch Zeit, Leute. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in den Kaputtomatik rein, wieder rauf in den Mund. Und erleben da, was es zu erleben gibt. Das würde jetzt ich erstmal sagen, denn das ist jetzt erstmal spannender. Und die zwei Bananen, die uns da noch fehlen mit den anderen, werden wir auch noch finden. Keine Sorge. So Leute, jetzt aber. Also wir sehen hier ein Chunky-Feld. Dementsprechend würde ich vorschlagen, wir werden jetzt erstmal Chunky und schauen, was dann passiert. Chunky wird unsichtbar, aber was dann? Was dann? Ach so. Aha, Minispiel. Und hier ist das letzte Minispiel für Chunky. Lustig. Das kommt mir recht, Leute. Das kommt mir absolut recht. Ach, sieh an, was für ein Minispiel. Das ist ja gerade toller Zufall hier. Jetzt müssen wir gerade das hier schaffen. Das ist jetzt echt voll der Zufall, Leute. Das wusste ich echt nicht. Das muss ich mir aber zusammenreißen. Die Steuerung ist natürlich so schwammig wie eh und je. Aber das ist machbar, Leute. Jawohl. Einen so einen roten Rucksack habe ich schon getroffen. Alter, das wird jetzt knapp, das werde ich nicht schaffen hier in dem Versuch. Nein, das werden wir nicht schaffen. Ja, okay. Leute, Konzentration, wir spielen das Spiel heute zum dritten Mal schon. Aber alle guten Dinge sind drei, dementsprechend werden wir es jetzt schaffen, oder? Gute Dinge sind wir. Welcome to Bonus Stage, Mann! Ja, ja, 28 Dinger gibt es zu treffen. Also die Steuerung ist aber echt schwach. Ja,
Mega. Na los. Ja komm, da kommen ja keine mehr. Shitty, shitty, shitty. Das war aber knapp, Leute. Ja, du darfst dir da nicht so viele Fehler leisten, aber es macht Spaß, Leute. Spiel ich halt ein viertes Mal, Leute. Kremlin Crash. Ja, die Steuerung ist auch in etwas schwammig, das muss ich zugeben. Aber mir egal. Ein bisschen Spongebob-Feeling hier. Jawohl, einen roten getroffen. Watch out. Jetzt verschieben euch nicht dauernd, du. Du voll Trottel, Mann. Triff doch mal was. Ja, komm, das können wir wieder vergessen hier. Ich darf nicht wild rumschießen. Weil dann wird das einfach nichts. Kremlin Crash. Also Leute, zusammenreißen bitte. Ja, guck mal, die Steuerung ist echt so unpräzise. Einfach nur auf die grüne konzentrieren. Noch. Ah! Wieder um zwei. Guck mal. Tut mir leid, Leute. Das muss sein. Welcome to Bonus Stage. Das muss sein, Leute. Ich fühle mich halt echt wie so ein Arcade-Spiel. Also so ein, ist ja so ein Vergnügungsplatz. Vergnügungspark. Da gibt's ja auch so Hallen. Guck mal, das sieht doch super aus jetzt. So geht's weiter. Jawohl. Schaut mal, Leute, es ist gar nicht schwer. Aber es bin halt ich, oder? Ich brauche immer eine extra, einen gewissen extra Versuch. Somit fehlt nur noch dem guten Lanky Kong die letzte Banane auf der Oberwelt. Seht euch das an, Leute. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir können froh sein. So. Oh, es verbraucht gar keine Kristallkokosnüsse. Das ist schön. Und ich bin dumm. Es ist nichts Neues. Ich weiß es. Ich wurde so geboren. So, müssen wir halt nochmal versuchen hier. Leute, es ist halt turbulent. 100 mal dasselbe Minispiel gemacht. Guckt mal, 100 brauchen wir hier. 100 Bananen. Also dieses letzte... Es gibt also doch noch ein Level, Leute. King K. Rools Schiff ist noch ein Level. Kein offizielles Level, aber ein inoffizielles. Mach schon! Zeig mir die Bananen und wir haben es hinter uns! Ja, ist eh genug und es verpiss dich. Also es ist vergleichen wie Ganons Schloss aus Ocarina of Time. Es ist nicht wirklich ein neuer Dungeon, aber es ist doch irgendwie ein Dungeon. So ein Final-Dungeons. Dungeon. Gehen wir rein, Leute.
Der Boss höchstpersönlich. Oh Gott. Eindringle! Alarm! Eindringle! Alarm! Alter. Das sind die Kongs! Aufwachen, ihr Dummköpfe! Schmeißt die Maschine an! Die schlafen ja alle. Aber es gab keinen Kurbellauf, wo man die Stütze uns verdammt. Sag mir nicht, was ich zu tun habe. Bitte, Majestät, gebt uns nur ein paar Stunden. Nein, die Zeit ist gekommen. Gute Nacht, DK-Inselchen. Snide! Pass auf, Kong. Dank deiner Blaupausen konnte ich die Kaputtomatik-Zerstörung um 50 Minuten herauszögern. Jetzt musst du in der Haupthöhle die Maschine finden und deaktivieren. Zack, zack! Oder es gibt keine Insel mehr, zu der du zurückkehren kannst. Leute, jetzt ist er da. Der Sinn hinter den Blaupausen. Guckt euch da unten an. Ein Zeitlimit. Wir haben jetzt da unten ein Zeitlimit. Ein Zeitlimit von 50 Minuten, in dem wir dieses Level hier zu schaffen haben. Wenn wir es nicht schaffen, heißt es Game Over. So. Leute, jetzt kommt's. Je mehr Blaupausen man während des Spiels sammelt, desto mehr Zeit hat man hier in diesem Level. Ich habe jetzt die maximale Zeit von 50 Minuten gekriegt, da ich alle Blaupausen habe, aber wenn ihr weniger Blaupausen während des Spiels sammelt, dann habt ihr da auch weniger Zeit. Dann ist es da natürlich auch viel schwieriger. Also, checkt ihr das? Wie cool ist das denn? So, Leute, wir dürfen dort trotzdem keine Zeit verlieren. Willkommen in King K. Rules Kommandatur. So, was ist hier? Tauschfass. Alter, da unten Zeitlimit, verdammt. Wir sind jetzt hier in King K. Rules. Oh shit, da komme ich nicht hoch. Okay. In dem Fall. Aua, du Scheißgewiss. In dem Fall muss ich zu Lanky wechseln. Lanky Kong, wo bist du? So. Die erste Minute ist gleich mal um. Hier müssen natürlich alle Kongs zusammenarbeiten, um hier das hier zu schaffen. Das letzte Level. Wieder Tauschfass. Okay, ich brauche Chunky. Hoch da. Hoch da. Selbst da drin geht die Zeit weiter, Leute. Da werden wirklich nochmal die ganzen Fähigkeiten der Kongs auf die Probe gestellt. Oder halt. Supi. Kann ich hier mit dem guten Chunky weitermachen? Warte mal. Von hier bin ich gekommen, oder? Ist hier offen? Achso, hier ist nur Muni, okay. Feuer, Lava, ich sehe Lava. Oder zumindest sehe ich es rot leuchten. Tatsächlich Lava, gut. Bisschen schwingen. Und am besten nicht sterben, Leute, denn die Zeit, die wird nicht zurückgesetzt. So. Was ist hier? Lava da unten? Überall Claptraps, Mann. Aua! Ja, aber Claptrap kann auch stolz auf sich sein. Immerhin hat es Claptrap auch in Smash geschafft. So, was sehe ich hier? Ein kleines Rohr, das wird für Tiny sein. Jawohl. In dem Fall wechseln wir zu Tiny. Aha. Hier ist nochmal was für Tiny. Schauen wir es uns an. Zwei Rohre gibt es jetzt für Tiny. Dann schauen wir mal. Leute, geiles Level. Wir sind beim Finale von Donkey Kong 64 angekommen. Das ist der absolute Wahnsinn. Was ist hier? Kaputte Bildschirme. Können wir da was tun? Wir haben sogar unendlich Kristallkokosnüsse. Können jetzt auch unendlich lange klein sein, aber wir sollten es nicht übertreiben. So, was ist hier? Komme ich da hoch? Ich will nur ausprobieren. Ich weiß, dass wir jetzt andere Rohr sollten. Ich will nur schauen, ob wir da hochkommen. Ja, theoretisch schon, aber das scheint nur zu Zierde da sein. Okay. Leute, ich will ja alles ein bisschen erforschen. Secrets könnten überall sein. Alter, sind wir klein, ey. Ups.
Lauf, Tiny, lauf! Lauf, Tiny, lauf! Wieso hat man da ein Tor gemacht? Achso, dass man nur mal zurück kann, oder wie? Kann ich hier wieder groß werden? Genau. Leute, es ist die Maschine, die wir schon oft in Zwischensequenzen gesehen haben. Hier ist ein Diddy Kong-Schalter. Hier ist ein Donkey Kong-Dingens. Okay, Leute. Übersicht bewahren, bitte. Oder Übersicht. Kann ich da rein? Kann ich nicht rein. Okay, hier ist eine 1. Okay. Offensichtlich gibt es bei diesen Türen eine Reihenfolge. Nehmen wir mal den Donkey, oder? Leute, die ersten 4 Minuten sind schon um. Diddy Kong? Diddy Kong, du hast eine Aufgabe, die du zu bewältigen hast. Natürlich mit Zeitlimit, natürlich. Jetzt haben wir 2 Zeitlimits auf einmal. Auch nicht schlecht, oder? So, Diddy, ich zähle auf dich, komm. Shit, Mann, das wird knapp. Wo ist dieses scheiß Wasser hier? Aber Leute, wie schon gesagt, in diesem Level wird nochmal wirklich alles abverlangt von einem. Dementsprechend hohe Konzentration. Auch wenn wir jetzt dank der Blaupausen wirklich 50 Minuten haben, ist es trotzdem kein Zuckerschlecken, das kann ich euch versichern. Man sollte trotzdem keine Fehler machen. Ah, es werden die Türen geöffnet. Gut gemacht, Diddy. Leute, Zeitdruck, verdammte Kacke. So. Ich brauche jetzt natürlich überall den guten Chunky, der uns die Türen öffnet. Damit wir hier was reißen können. Ich weiß jetzt nicht mal mehr, wo 1 war und ob man das tatsächlich in dieser Reihenfolge machen muss. Zack. Was ist hier? Achso. So, jetzt muss ich erstmal hier mit Chunky überall hoch und die Türen einschmettern. Sonst nutzt uns das Ganze hier gar nichts. Hier guckt mal die ganzen Generatoren. Wahnsinn, Leute. Ich sehe nichts. Zack. So, wo ist hier die Nummer 1, bitte? War die Nummer 1. Kann ich hier auch rein? Schön wär's. Also hier haben wir schon. Leute, ich darf mich nicht unter Druck setzen lassen. Ah, hier ist die Nummer 1. Und hier brauche ich die Bongos. Das heißt Donkey Kong. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Leute, gleich sind die ersten 10 Minuten um. Wir müssen uns beeilen. Das müssen wir wirklich. Oh Leute, das Finale ist göttlich. Finale Level, Leute, ich sag's nochmal. Finale. Finale. Fuck, Mann. Gut gemacht, lieber Donkey. Was sind da? 2 King K. Rule Fässer. Hey Donkey, spring in das Kanonenfass und treffe 3 Ziele. Okay. Jetzt warten nochmal wirklich Minispiele auf uns. Einmal. Ah, shitty! Die Zeit geht unten gnadenlos weiter, Leute. Ah, das hat nicht gezählt. Darf ich nochmal? Guck mal, die Zeit geht unten gnadenlos weiter, wie ich gesagt habe. Einmal. Oder hat vorhin der zweite Treffer sogar gezählt? Ich weiß es nicht mehr. Und 2-mal. Gut. Eine Zielscheibe noch.
können wir jetzt ruhig eine Runde machen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Well done! Supi! Einmal. Achso, ist jetzt was rausgekommen? Nee. Gut, das zweite Minispielchen. Rambi! Gestatten, Rambi, misch ein paar Kremlinge auf. Aber achte auf die Powersäulen. 18 Kremlings kaputt machen. Diese Elektrosäulen, Powersäulen, wie sie heißen, darf ich wohl nicht berühren. Das ist ein lustiges Minispiel. Also man hat sich da echt wieder Minispiele für dieses Finale einfallen lassen. Das ist echt klasse. Das ist leicht, oder? Well done, Freunde! Well done! Aber Leute, glaubt es oder glaubt es nicht, wenn es am spannendsten ist, dann sollte man aufhören. Der erste Generator ist zerstört, das ist wunderbar. Und 10 Minuten der Zeit sind vorbei. Okay, der zweite... die zweite Tür steht bereit, wir brauchen Chunky Kong. Supi. Yeah! Leute! Glaubt es oder glaubt es... Fuck. Glaubt es oder glaubt es nicht? Der Part ist vorbei. Es tut mir absolut leid, wenn es am schönsten ist. Dann sollte man aufhören. So ist es leider. Es ist so. Ich kann es nicht ändern. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber wie gesagt, ich kann es leider nicht ändern. Hoffentlich hat euch dieser Part gefallen. Wir sind ja echt ziemlich gut vorangekommen. Sind jetzt hier im Finale. Und Leute, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, denn dann sind wir hier mitten im Kaputtomatik, mitten im Finale von Donkey Kong 64. Es wird sehr cool. 40 Minuten haben wir noch, um das Level zu schaffen. Werden wir das schaffen oder werden wir scheitern? Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Bananenfressen. Happy Gaming.